Und nur für einen Rabatt für ein Auto später. Bin ich gern. Chill mal. Wir hätten doch geradeaus weiterfahren können, ne? Aber ich fahre schon wieder nur da lang, wo die mir hier zeigen, dass ich hier lang soll. Ach, verdammt. Na, ist egal. Hör nicht so den Klausen. So, dann wollen wir mal hier hochtüdeln. Oh, warte mal, hier ist... So, was ist denn jetzt hier los hier, verdammte Axt? Du kannst doch nicht. Doch, kann ich. Jesus Maria. Jesus Maria! Was ist denn hier? Hier ist nur noch irgendwas. Wer ist das denn jetzt schon wieder da? Ich habe erst gedacht, die meinen mich, aber ich war ja nicht gemeint, aber ist egal. So. Daten herunterladen? Was ist das denn? Militech-Software. Relic-Punkt erhalten. Okay. Junge, nicht den Kopf verlieren. Die haben aber nicht alle in diesem Auto hier gesessen, oder? Ich komme mir vor wie Vera und Kali. So, wir müssen jetzt irgendwie nach oben, ja. Wo ist denn hier oben?
Oh, wir sind ja schon wieder überladen. Wir sind mal wieder überladen, Freunde der Sonne. Warum sind wir denn schon wieder überladen, sag mal? Kann aber nicht wahr sein. So, was ist jetzt hier Z? Da 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 da. So, gut. Ninja Samurai. Warten. Findet du, wie sie das? Ich hoffe, du wartest noch nicht lange. Stunden. So, und Alex hattet wohl ziemlich viel zu bereden. Naja, aber jetzt ist alles okay. Dann mal los. Keine Trödelei. Okay. Wachposten. War ja zu erwarten. Ich glaube kaum, dass sie uns einfach reinlassen. Wir haben nicht ewig Zeit. Ja, Kinderspiel. Wir machen die fertig und spazieren rein. Das Chaos würde ich lieber vermeiden. Aber wenn du meinst... Komm, wir improvisieren. Wenn ich Bushido sage, drehst du auf. Da bin ich denn jetzt wieder. Das kommt. Vamos, Soladán! Gelöst. Zauber! Wir müssen ihn zerstören. Ziel auf die Ausgangsports. Sehr professionell. Mappetu Sam Capella. Magazin leer. Muss nachladen. Ah, ich hab hier keine Dings mehr. Wie? Der Server! Pack das Scheißteil! Gar nicht mal so schlecht wie... Geschützturm! Wieso hat er jetzt nicht ausgelöst? Feind am Boden! Konzentrier dich auf die offene Luke. Gar nicht übel. Der Server kühlt sich ab. Der Port ist offen. Lade nach. Run, Ketnu! Zwei
verdammt großer Fehler. Hilf mir gegen die anderen. Wir haben es fast geschafft. Sie will dich an. Me pague cartucho, co! Die entkommen uns nicht! Wie entkommen? Wer denn nur wieder? Wir haben's geschafft. Natürlich haben wir es geschafft. Was hast du denn gedacht? Das wird nicht schaffen, oder was? Warte, Imbecil. Sollte ich doch hier. Da ist noch einer. So, jetzt gucken wir uns erstmal hier um. Hier müssen wir erstmal alles einsammeln, was wir hier finden, nicht wahr? Hier liegt schon im Kopf rum. Okay. Ist der gerade gestorben, weil ich auf ihm hochgetrampelt bin? So, das lief doch super. Ich wollte gerade sagen, wer ist er denn hier? Versteckt sich hier noch oder was? War hier nicht noch irgendwo? Ach, hier. Voodoo-Boys. Ein Wichser-Pack. So, looten bis zum Umfallen hier. Sehr gut. So, was haben wir denn hier? 1C7A haben wir da. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Auf den Schuppen hier. Was haben wir denn hier drinne, hä? Was versteckt ihr hier vor mir? Ja, nichts. Wieso ist hier nichts? Das finde ich jetzt ein bisschen... nicht so gut. Okay, hier sind wir reingekommen. Wo müssen wir hin? Scharfschützengewehr. Okay, geht's auch nicht weiter. Juti, da ist noch was. Open the door, please. Die haben auf uns geschossen. Selbst schuld.
war das denn jetzt? Bin ich schon wieder überladen? Warte mal, bin ich überladen? Nee. Weil ich so langsam laufe. Scheiße. Solomon Reed. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich dich vermisst hätte. Und du? Du hast Mama Brigitte den Tod gebracht. Willst du mir dasselbe Geschenk machen? Kommt drauf an. Du kennst mich? Wie kann das sein? Ich, mein Tempel. Wir sind eins. Meine Augen und Ohren sind überall. Das ist kein Tempel, sondern eine Werkstatt für Demons. Und du bist kein Priester, sondern ein Bandit und Mörder. Mörder, hä? Das sagt der Richtige. Und? Was jetzt? Machst du mich jetzt kalt wie diese Schlampe, Brigitte? Ich kenne dich noch nicht. Weiß nicht. Ich kenne dich noch nicht. Ich habe viele Namen. Wilkie Laguerre, der blinde Zorn des Cyberspace, ein Dorn im bösen Auge der NUSA. Such's dir aus. Du hast den Doppelmord und die allgemeine Feigheit vergessen. Wir wollen verhandeln, Slider. Zusammenarbeiten. Wenn man keine Wahl hat, dann ist das keine Verhandlung, sondern Erpressung. Hör auf zu heulen, Slider. Ändert auch nichts. Jetzt lass die Scheiße und hör uns endlich mal zu. Ihr zwei könnt euch nicht ausstehen, ha? Huh? Diejenigen, die mit Reed sprechen, haben die seltsame Angewohnheit zu verschwinden oder Selbstmord zu begehen. Aber da ihr Partner seid, weißt du das bestimmt. Sag, was willst du? Wir brauchen Infos. Und angeblich bekommt man die bei dir. Bei mir? Ich bin blind. Ich sehe nichts. Weiß nichts. Mein Blick geht nur in den Cyberspace. Nun, ganz zufälligerweise brauchen wir jemanden, der in den Cyberspace sehen kann. Donc, Dimsa. Ich bin gespannt, was genau ihr von mir wollt. Einfach so? Kein Gefalsche? Ich weiß doch, wie das läuft. Dein Mann aus Langley sendet mir eine klare Botschaft. Nach dem Absturz von SF-1 wurde ein Netrunner im Net angegriffen. Unsere Verbindung wurde gekappt. Du musst sie finden. Ah, ihr wollt also von mir, dass ich den Netverkehr am Tag des Absturzes untersuche? Ich habe einen beschädigten Relic im Kopf. Darüber lief die Verbindung. Hilft das? Vielleicht. Ich muss mir das Schmuckstück in deinem Kopf mal anschauen. Nein, vergiss es leider. Entweder so oder gar nicht. Du entscheidest. Behalte ihn im Auge, Reed. Ich bin blind, nicht taub. Dann sehen wir mal, was wir hier haben. Ich sehe Spuren. Johnny, hallo. Datenexplosionen im Cyberspace, die jemandem folgen. Nun, Matt. Putante Matt. Das glaube ich nicht. Ihr habt doch den Verstand verloren, damit zu mir zu kommen. Ich glaub's leider, hat gerade mein Mitbewohner gefunden. Nee, das ist was anderes. Was ist los? Die Blackwall. Sie bringt nur Tod.
Details, Slider. Diese Frau, wusstest du, dass sie sich über das Blackwall-Protokoll mit dir verlinkt hat? Oh, Scheiße. Das erklärt so einiges. Diese Frau, sie ist eine wandelnde, tickende Atombombe. Wenn sie explodiert, sind wir alle gefickt. Jeder einzelne von uns. Mirai Noir, die Blackwall. Sie ist ein Damm, der uns, die zivilisierte Welt, vor den seltsamen Dingen des Weltens Cyberspace beschützt. Wenn eure zweibeinige Bombe den Damm zerstört, setzt das eine Flut frei, die uns wie Haiti von der Landkarte spült. Wilde KIs werden das Netz überfluten und uns alle ersaufen. Für die KIs jenseits der Blackwall bist du nichts als eine Ameise. Eine verfickte Kakerlake. Ein Stück veralteter, bedeutungsloser Code. Deshalb erledigt Netwatch jeden, der die Blackwall gefährdet. Das ist keine Kleinigkeit, meine Liebe. Es geht um die Sicherheit von uns allen. Von der Welt. Deshalb, mein Lieber, wirst du Wies Verbindung zu unserer Zielperson reaktivieren. Du bist doch nicht bei Sinnen. Ja. Es muss sein, Slime. Mann! Wir müssen sie finden. Und überhaupt, solange sie da draußen ist, können sie dich über ihre Signatur finden. Dann hetzen sie dir und deinen Freunden ihre Kabelfreaks an den Hals. Also hilfst du mir, das aufzuräumen, die Spuren zu verwischen und alle Hinweise auf dich und auf uns zu vernichten. Wenn du das machst, sind wir quitt. Die FIA lässt dich in Ruhe. Merde. Mein Glückstag heute. Merde ist scheiße. Das weiß ich. Das Einzige, was ich weiß. Hast du denn so etwas schon mal gemacht? Was? Als Brücke zwischen Hosts mit dem Blackwall-Protokoll gedient? Für wie blöd hältst du mich? Bestätige den Datentransfer, bevor ich zur Vernunft komme. Dann mal los. Zusammen. Und Alex ist auch dabei. Ich kann's kaum fassen, dass er hier ist, aber das ist gut. Also, als du dich mit mir verlinkt hast, da hast du die Blackwall nicht erwähnt. Stimmt, weil du das nicht wissen musstest. Das ist echt riskant. Ich setze mein Leben aufs Spiel, nicht deins. Der einzige Weg, dich nach dem SF-1-Hack zu erreichen, führte über die Blackwall. Hör zu, Vee. Ich habe nicht viel Zeit. Hansons Leute haben mich nach der Sache mit der Chimera gefunden. Er hat mich festgesetzt. Ich bin nicht in Gefahr, solange ich mich benehme und gehorche. Aber ich brauche Hilfe. Da! Humbert, stimmt alles okay? Irgendwas nicht, Kleine? Uah! Verfickte Blackwall! Das Black Sapphire, wie? Hansen veranstaltet dort eine Party. Geh hin, ich finde dich dort. Sag auch Reed Bescheid. Und ich hab nicht vergessen, was wir ausgemacht haben. Als ob... Ah!
Mann, so schnell kann ich nie drücken. Tut mir leid. Junge, Alter. Ist okay, wie? Arme Sau. So schnell konnte ich jetzt nicht klicken. Mensch, Mann, mach doch ein bisschen langsamer. Das war's für ihn. Kurzschluss. Slider, unseretwegen ist er tot. Er ist tot. Punkt. Sei ehrlich, hättest du ihn eh umgebracht, egal was passiert wäre? Die Frage ist überflüssig. Slider ist tot. Das ändert nichts mehr. Also, was ist jetzt mit Songbird? Wir haben kurz über die Verbindung gesprochen. Ihr geht's gut, glaube ich. Aber sie braucht unsere Hilfe. Okay, erzähl mir die Details nachher. Komm, nichts wie raus hier. Bevor noch mehr von Sliders Handlangern auftauchen. Mach's gut, Slider. Scheiße. Salopuya pa lueno, hueca santil. Sag pasel. Mueble el vivant y aprele. Das habe ich vermisst. Run, Tetnu! So, dann wollen wir mal. Du fout gagne un problème. Die entkommen uns nicht. Nee, mal die Tür wieder. Muss nachladen. Also nur irgendwo hin. Junge, ich bin aber auch ein Schütze, du. Die machen uns kalt. Bleib doch mal ja so unruhig, wir sind doch schon draußen. Suchen wir uns mal eine ruhige Ecke. Junge, dann machst du aber auch eine Wese hier. So, jetzt mal wieder auf Controller umbasteln hier. Jetzt was hat Songbird dir erzählt? Sie sah krank aus, als würde unsere Verbindung ihr wehtun. Überrascht dich das? Nach allem, was die Blackwall mit Slider gemacht hat? Song braucht unsere Hilfe, Reed. Hansen hält sie fest. Ich weiß nicht warum. Gottverdammt, das sind so ziemlich die schlimmsten Nachrichten. Das Black Sapphire. Sie meinte, Hansen schmeißt dort eine Party. Wir sollten hingehen. Sie findet uns dann. Weißt du, was und wo das ist? Da, siehst du den größeren der beiden Wolkenkratzer? Den neben der Riesenleinwand? Das ist das Black Sapphire. Sollte mal ein Hotel werden. Aber die Milliardeninvestitionen versumpften. Jetzt ist es Hansons Festung, mitten in Dogtown. Wir können nicht einfach rein. Und drinnen kennen wir auch niemanden, der uns die Tür aufmachen könnte. Alex und ich ziehen ein paar Strippen, kontaktieren unsere Leute. Mach du dasselbe. Überleg, wen du hier kennst. Vielleicht fällt uns zusammen was ein. Ich kenne hier einen Fixer, Mr. Hans. Ich könnte ihn anrufen. Mach das, ich melde mich. Okay. Haben wir abgeschlossen. Jetzt sollen wir Mr. Hans anrufen. Aber nicht mehr heute. So, Freunde der Sonne, es war mir wie immer eine Ehre, mit euch hier wieder
an diesem tollen Spiel mitzuwirken, nee, dran teilzuhaben. Ach, warte, ihr wisst, was ich meine. Wir sehen uns dann hier in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Ich werde mal gucken, wann ich das nächste Mal dann aufnehme. Ich hatte jetzt einen guten Lauf gehabt, sag mal. Das sind jetzt auch schon wieder 2 Folgen an dem Stück aufgenommen. Von daher recht nice. Gut. Wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal Mr. Hands anrufen. Wir müssen in diesen Tower. Ich bin mal gespannt, wie diese ganze Story hier weitergeht. Ich denke mal, diese Dogtown wird nach unserem Besuch hier nicht mehr das sein, was es mal war. Wenn dieser Hansen dann nicht mehr ist. Wir gehen mal davon aus, dass wir am Ende gegen Hansen kämpfen müssen. Und ja, vielleicht weiß er ja noch nicht, dass seine Tage gezählt sind. Aber wie gesagt, ich kenne die Story nicht. Und ich werde mich ja überraschen lassen. Gut. Freunde der Sonne, haltet die Ohren steif und tüdelü.